Die Tagesschau, meine Damen und Herren, guten Abend. Und das sind die Themen von heute Dienstag. 99% der Schweizer Wirtschaft, das sind kleinere und mittlere Unternehmen, KMU, 589.000 Betriebe sind es. Wenn im Mai über die sogenannte Begrenzungsinitiative abgestimmt wird, die die Personenfreizügigkeit beseitigen will, dann geht es auch um die Zukunft der KMU. Die Initiantinnen und Initianten argumentieren, dass diese KMU auch ohne die bilateralen Abkommen auskommen würden. Nicht damit einverstanden zeigt sich heute der Wirtschaftsverband Economy Suisse, Alexandra Aronski. Diese Schraubenzieher werden im Emmental hergestellt. Von hier gelangen sie in die Welt. PB Swiss Tools liefert 78% ihrer Produkte ins Ausland. Daher warnt die Geschäftsführerin Eva Jeisli vor der Initiative gegen die Personenfreizügigkeit. Wir können nicht ohne die Personenfreizügigkeit weitermachen, weil die Personenfreizügigkeit für uns den Zugang zum EU-Binnenmarkt öffnet. Das heißt, 50% vom Gesamtumsatz von BB Swisstool generieren wir im EU-Binnenmarkt. Und da ist BB Swisstool ein sehr typisches Beispiel für viele andere exportorientierte KMUs in der Schweiz. Auch Economy Suisse warnte an der heutigen Jahresmedienkonferenz vor der Initiative der SVP. Die Bilateralen seien gerade für kleinere und mittlere Unternehmen unerlässlich. Wir müssen uns bewusst sein, dass diese Verträge vor allem für die Schweizer KMU wichtig sind. Wir haben 96.000 exportorientierte KMU in der Schweiz, die von diesem erleichterten Zugang zum europäischen Binnenmarkt profitieren. Die Schweiz hat letztes Jahr so viel importiert und exportiert wie noch nie. Im Jahr 2017 war der Anteil der KMU bei den Exporten 45%, bei den Importen 60%. Unternehmer Franz Krüter hat auch ein KMU. Er ist im Komitee der Initiative gegen die Personenfreizügigkeit. Seine Firma speichere Daten internationaler Unternehmen. Fast die Hälfte seiner Kundinnen und Kunden seien im Ausland. Trotzdem ginge es auch ohne Personenfreizügigkeit. Wir wollen auch in Zukunft, dass Leute in die Schweiz kommen können, die hier Stellen haben, die hier Arbeit suchen. Aber wir wollen es selber bestimmen können, wir wollen es selber regeln können. Insofern würde sich das mit unserem Unternehmen, das weltweit tätig ist, nicht nur im EU-Raum, durchaus vertragen. Die Chefin der Werkzeugfirma im Emmental sieht das anders. Ohne Personenfreizügigkeit sei ihr Betrieb in Gefahr. Schönen Abend Ihnen und auf Wiedersehen.